Public Relations bedeutet heutzutage auch Online-Medien zu kennen und zu verstehen. Wer gute PR machen will, sollte unbedingt Kenntnisse im Bereich SEO haben. Suchmaschinenoptimiertes Schreiben kann besonders den langfristigen Effekt von PR noch einmal deutlich verstärken, da positive Medieninhalte dauerhaft und leicht auffindbar sind. Die größte Herausforderung für die Kommunikationsbranche im Startup-Bereich ist für mich derzeit, Agenturen im Bereich digitale Wirtschaft auszubilden und sie die Anforderungen von Startups verstehen zu lassen. Innerhalb der Unternehmen der digitalen Wirtschaft geht es vor allen Dingen um Aus- und Weiterbildung der häufig sehr jungen Public Relations Angestellten und damit um die weitere Professionalisierung der Kommunikation in der Branche.